Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. Und wir werden jetzt hier mit unserer wunderschönen, hoppala, bronzenen Spitzhacke mal ein klein wenig abarbeiten. Ich werde aber vorher natürlich noch ein bisschen was essen. Ach, die Mädel hat mir den Trinkschlauch sogar überlassen. Das sehe ich ja jetzt erst. Die wollte einfach nur einen Schluck trinken davon. Okay. Und ich sehe gerade, ich habe hier noch ganz viel Fleisch drin. Egal, wir fangen jetzt erstmal an. Mit Bronze auf Kupfer rumzuhacken. Und dann wollen wir doch mal schauen. Ich glaube eigentlich auch ganz cool, dass die Höhle jetzt gerade ein bisschen heller geworden ist. Das Gute ist ja, wir können jetzt hier alles soweit mitnehmen. Jetzt bin ich am Überlegen, immer mal schnell zu pendeln, wenn wir dann halt das Tragkapazität-Limit erreicht haben. Damit wir halt so viel wie möglich hier aus dem Ganzen rausholen können. Denn unser Lager ist ja doch schon ein Stückchen weiter weg. Und ich will jetzt hier nichts liegen lassen von wertvollen Materialien. Ich bin sogar am Überlegen, jetzt das Fleisch ins Materiallager erstmal reinzuschmeißen. Um das jetzt einfach nicht da zu haben. Rein theoretisch Platz dürfte es ja drinnen genug haben. Das wäre jetzt nicht das Ding. Höpsen kann ich noch. So. Gut, dann packen wir jetzt erstmal hier natürlich das Eisenerz, das packen wir rein, das Kupfererz, also ob ich es jetzt hier auch noch schmelze, ich glaube mal jetzt nicht so unbedingt, aber den Stein können wir jetzt, den wir jetzt hier mit abernten, können wir eigentlich auch ganz gut für die späteren Bauprojekte, Häuser und Co. gebrauchen. Wie gesagt, ich schmeiße jetzt hier mal kurz das Fleisch alle rein, die Karotten behalte ich jetzt noch, jetzt sind wir bei, guck mal, wir haben ja noch einen Eimer, siehst du? Eisenbolzen, ja, das ist ja unser. Hier den Bogen, den können wir da noch reinpacken. Die Holzschaufel können wir da mit reinschmeißen. Das ist, sind wir bei 20. Jetzt können wir ein bisschen mehr schleppen. Jetzt kann es losgehen. Ach, ich mag irgendwie schon, unsere Bronzesachen sind schon cool. Ich freue mich schon irgendwann, wenn wir mal auf Eisen kommen. Da werde ich mich dann mega drüber freuen. Aber gut. Das ist eigentlich schön hell hier, also könnte jetzt auch an Tageslicht liegen, was jetzt hier in die Höhle reinkommt. Ja, well not, warum nicht? Nimm mal gerne an. Und dann hauen wir uns jetzt hier den ganzen Zinn, das ganze Kupfer, was wir jetzt hier in dieser Höhle haben. Das hacken wir uns jetzt hier schön raus. Bin mal echt gespannt. Und dann können wir uns wieder ein paar Bronze-Sachen noch dazu kaufen und dementsprechend auch weiter verarbeiten. Also dazu kaufen in der Hinsicht, dass wir uns die Baupläne davon leisten. Dann sieht das eigentlich relativ easy hier. Finde ich gerade voll angenehm. So, hier haben wir nochmal noch Zinn und wir sind auch schon eigentlich voll. Das heißt, ich muss eigentlich schon wieder retour gehen. Ich denke mal, die Steine sind so das Schwerste hier daran. Aber hey, falls wir dann nochmal Werkzeuge brauchen, hätten wir dann sogar noch Bronzebahnen in Reserve. Das wäre natürlich mega. Mal gucken, ob wir jetzt die ganze Mine leer kriegen. Entweder Bronzespitzhacke kaputt oder Mine komplett leer. Beides wäre natürlich ein Traum. Aber mal schauen. Nehmen wir jetzt so viel mit, wie nur irgendwie geht. Und ich bin echt gespannt, wie das dann nachher mit der Mine läuft. Ob ich denn hier vielleicht auch ein Haus hinsetzen muss, wo ich die beiden dann einsetzen muss, die denn hier arbeiten. Ich gehe mal davon aus, das wird so ein Zweierbetrieb oder Dreier- oder Viererbetrieb sogar sein. Ich habe keine Ahnung, wie es denn insgesamt aussehen wird, aber schauen wir mal. Weil die werden dann ja permanent hier die Ressourcen reinschmeißen. Guck mal, das waren schon wieder 20 Kupferbahnen, 39 Steinchen und nochmal 11 Zinnerz. Das läuft doch richtig gut.
Stinken tun wir wie ein Schwein. Wir miefen ja schon richtig. Also, jetzt ganz fix wieder zurück. Ah, jetzt ist aber schon ein bisschen dunkler geworden. Aber mit gutem Blick können wir hier vielleicht noch was sehen. Ja, hier. Hier haben wir Salz. Salz nehmen wir auch mit. Zinn. Ein bisschen hier mit der Hacke arbeiten. Und ich bin mal gespannt, wie unsere Klamotten und Sommer reagieren. Da bin ich mal echt gespannt, ob wir dann auch endlich mal was ausziehen müssen, weil bis jetzt... Ja, sind wir noch nicht an einem Hitzschlag gestorben. No? Und erfroren sind wir auch noch nicht. Was ich ganz gut finde. Gut, gehen wir erstmal hier rein. Und blub. Und hier haben wir nochmal Salz. Und dann tragen wir zu viel. Das heißt, jetzt gehen wir wieder raus. Die Höhle war ja auch ein bisschen tiefer, ne? Na, gucken wir mal. Wird aber auch langsam dunkel draußen. Also die Sonne geht langsam unter. Es ist zwar noch wirklich hell draußen, aber... Es wird immer dunkler, immer dunkler. Na gut, ich habe Fackeln mit, so ist es nicht. Und ich glaube nicht, dass wir die Spitzhacke hier wirklich kaputt kriegen. Daran glaube ich jetzt eher mal nicht. Ich würde jetzt nur interessieren, irgendwie feiere ich so den Stil hier von den beiden Gebäuden hier und so mit dem Wald im Hintergrund, wenn man jetzt hier runter geht. Das sieht schon mega aus. Das sieht schon mega aus. So, aber jetzt hier erstmal nochmal Kupfer. Dann können wir hier nochmal Salz, Stein und Zinn. So, und wieder hoch. Na, ich denke mal so 10 Bahnen dürften wir bestimmt wieder hinkriegen oder so. Und er letztens hier auch ein bisschen was aus der Höhle geholt. So, jetzt mal gucken. Wer jetzt hier nicht... Komm, ich nehme mal kurz die Fackel zur Hand. Lässt sich ein bisschen besser sehen jetzt hier unten im tieferen Gang. Hier haben wir nochmal Zinn. Hier haben wir Kupfer. Na gut, das erkennt man nicht so gut mit der Fackel. Ich glaube, mit ohne Fackel, ja doch, da sieht man das Kupfer ein bisschen besser. Na gut, ich lasse das jetzt mal ohne Fackel, auch wenn das jetzt für YouTube ein bisschen dunkel sein könnte. Aber ich sehe so das Kupfer halt deutlich besser. Und wir wollen ja jetzt auch wirklich hier ordentlich was rauszimmern. Na, es wird langsam sehr duster hier drin. So, wir sind auch schon wieder am... Du trägst zu viel und hier hängt sogar noch eins an der Wand. Gut, das nehme ich jetzt nochmal extra mit. Weil wir müssen ja jetzt wieder zurück zum Lager. Jetzt haben wir auch nicht mehr allzu viel Zeit, weil das Problem ist ja, wir sind ja jetzt bald beim Jahreswechsel. Merkt man mal, wie dunkel das hier drin wird. Wie schnell die Zeit hier manchmal auch in dem Spiel vergeht. Gut, es ist immer so, man kann sagen, so 45 Minuten ist ein ganzer Tag. So im Schnitt. Wenn wir jetzt mal plus minus... Inventar ist ja immer quasi Machpause. Aber so, plus, minus, ja, kommt das gut hin. Dass man dann sagt, ja, halbe Stunde, 45 Minuten ist so ein ganzer Tag. Man hat jetzt nur 3 Tage. Also jetzt von unserer derzeitigen Einstellung. Und deswegen, ja... Ist nicht wirklich viel Zeit, was man jetzt hat eigentlich, ne? Wenn man mal bedenkt, was man da jetzt eigentlich alles nur gerade mal so erreicht.
Jetzt würde mich ja mal interessieren hier, wie viel haben wir jetzt schon? Wir haben jetzt 4 Eisenerz. Sollte hier auch mal reingehen. 60 Kupfererz haben wir mittlerweile. Ui. Das könnte schon den einen oder anderen Kupferbahn zusammenbringen, ne? Aber ich brauche ja den Zinn mit dazu. Das heißt, Zinn müsste ich da wirklich viel rausholen. Weiß nicht, ob es sich lohnen würde, dann vielleicht auch ein paar Kupfersachen zum Verkaufen. Oder eher nicht so. Ist immer so die Frage, so lohnt es sich zu verkaufen oder nicht. Jetzt ist es sehr, sehr dunkel. Also ohne Fackel geht es jetzt gar nicht mehr. Na gut, ich habe ja noch Fackeln, so ist es nicht. Das hier ist ja sowieso, glaube ich, eine bessere Fackel, die wir mal gefunden hatten. Ah. Zinn. Also im Dunkeln wird es langsam schwieriger, hier was abzuarbeiten. Ab und zu glänzt mich das natürlich an, aber ich muss am ehesten an der Wand lang gehen. Oh ja. Ich hoffe, hier drinnen sind jetzt nicht irgendwelche Viecher. Nicht, dass ich mich jetzt hier erschrecke von der Spinne, die jetzt hier unten lang krabbelt. Wir bräuchten eigentlich auch nochmal eine Höhle mit Eisen. Die wäre vielleicht auch nochmal ganz cool. Oder ist jetzt eigentlich die Frage, wenn wir hier nachher Bergarbeiter hinschicken, die dann auch, wenn du sagst, du sammelst jetzt aus der nicht vorhandenen Eisenhöhle, sammelst du Eisen? Das wäre natürlich auch nochmal übelst OP. Weil dann bräuchten wir nur diese Höhle hier erstmal. Klar, ich werde mir definitiv dann nochmal eine zweite suchen. Da müssen wir dann auch nochmal ein Lager hinkloppen. Aber momentan sind wir ja noch gar nicht so weit, dass wir in das Eisengeschäft einsteigen könnten. Das kann ich, was wir für Eisen brauchen. Wir nur Eisenerz, ne? Eigentlich wäre sogar Eisen nochmal deutlich günstiger. So vom Ganzen her. Weil Eisen brauchst du ja dann nur Eisen. Bei Bronze brauchen wir ja sozusagen Kupfer und Zinn, um das Ganze in Bronze umzuwandeln. Das heißt, du brauchst halt natürlich deutlich mehr Materialien, die du dann auch verarbeitest, als wenn du jetzt nur ein Material benötigst in dem Sinne, ne? Ist nachher auch besser zum Tragen und so. Ah, das ist... Werden wir sehen. So, hier machen wir jetzt erstmal Kupfererz, das Salz, denn die Steine, die machen mich eigentlich immer am meisten am schwersten. Und Zinn. So, und dann holen wir uns weitere Gewinnung wieder zurück. Kann ich schon mal Fackel nehmen. Und jetzt erwarte ich eigentlich jeden Moment, jeden Schritt, den ich jetzt hier tue. Erwarte ich jetzt so, jo, Jahreswechsel. So, hier gingen wir dann runter, dann hier. Ist halt richtig duster. So, ich glaube, hier hatten wir, ah, hier ist noch Zinn. Und wir sind maximal am Miefen. So, hier haben wir alles raus. Ja. Ey, selbst mit Fackeln muss ich an der Wand langlaufen, damit ich das finde. Ah, hier ist noch mehr Zinn. So, hier noch irgendwo was. Sieht zwar so aus, ist aber nichts. Hier haben wir nochmal Salz. Na, hier haben wir nochmal Zinn. Okay. Hier haben wir nochmal Kupfer. Noch einmal Kupfer. Überladen, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt noch hier reingehen können, ne? Aber ich glaube, die Höhle war hier hinten dann schon fast zu Ende, ne? Entweder ich übertreibe jetzt und nehme jetzt hier noch die letzten mit, oder ich laufe nochmal einmal zurück. Komm, ich nehme nochmal einmal Zinn mit. Ich guck mal, wie viel wir überladen werden. Nee, die kriegen wir nicht alle mit. Die kriegen wir nicht alle mit. Die Steine prügeln mich nieder. Da versuche ich lieber nochmal einmal herzulaufen. Was könnte ja jetzt jeden Moment so sein, dass ich jetzt... Oh Gott, ich sehe gar nichts.
dass ich hier wieder weggeportet werde, weil Jahreswechsel kommt. Das heißt jetzt hier erstmal wieder hochkraxeln. Ah, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Bin ich tot? Nein, ich bin wieder raus aus der Höhle. So, jetzt müssen wir Gas geben. Ich würde schon die ganze Höhle leer geräumt haben wollen. Aber ob wir das schaffen? Schwierig. Schwierig. Weil wir haben ja nur bis 0 Uhr Zeit. Moment, warum erwarte ich das eigentlich die ganze Zeit? Ich kann doch hier gucken, wie spät es ist. Wir haben nur noch knapp halbe Stunde In-Game-Zeit. Ich probiere es aber. Ich probiere es aber. Ich gebe mein Bestes. Komm. Wir schaffen das. Wir holen uns wenigstens noch 2 Klumpen oder so. So, 43 Steine und nochmal 12 Zinnerz. Los, 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 los. Laufen, 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 laufen. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Also ich denke mal, das war um 0 Uhr. Schnell, 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 schnell. Tiefer, tiefer, tiefer in die Höhle. Sie zählt gar nichts. Na, ich hab's gerade mal nur in die Höhle geschafft. Okay, 0 Uhr. Ja, so viel dazu. Aber wir haben wenigstens ein bisschen was geschafft. Und ein bisschen was hört sich doch auch schon mal gut an. Gut, wir haben jetzt mittlerweile Sommer. Das heißt, wir haben... Zwiebeln. Wir haben Hafer, was noch nicht fertig ist. Wir haben Kohl. Oh, guckt euch mal das ganze Flachs an, ey. Wie geil das einfach aussieht. Wie optimal geil das aussieht. Gut, aber wir haben auch Zinnerz. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal gucken, dass wir uns mal ein klein wenig Verbesserung reindrücken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das jetzt war. Oh, meine Karotten sind fast voll. Apropos Karotten, jetzt hätte ich beinahe das Wichtigste vergessen. Wir hatten Jahreswechsel. Da ist die Scheune. Tatsache. Hier sind jetzt 788 verdorbene Sachen. Okay. Das funktioniert richtig gut. Ist sogar noch nicht mal abgegammelt. Ja, dann könnten wir uns doch gleich hier, Nee, halt, ich muss mal erstmal in die, Reizüberflutung. Reizüberflutung. Jetzt muss ich erstmal hier schauen. Wir müssen ja hier jetzt auch wieder, Verdorbenes drin haben, oder? Ist das nicht hier mit reingekommen? Na, das hier, pass auf, das kommt ja hier gar nicht rein. Das kommt hier auch nicht rein. Trinkschlauch mit Wasser kommt da auch nicht rein. So, wir hatten das ja dann. Müssten wir hier im Lebensmittellager haben. So, das heißt, wir packen jetzt hier Fleisch rein. Johanniskraut. Die Karotten, die kann ich ja selber gleich essen. Den Trinkschlauch, komm, den hauen wir damit rein. Haben wir hier jetzt noch Verdorbenes? Wir haben 1480 Verdorbenes. Okay, was ist denn hier jetzt alles verdorben? So krass. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich noch nicht mal mehr bewegen. Alter Schwede. Ich kann mich ja noch nicht mal mehr bewegen. Ich muss sogar Verdorbenes ablegen, weil das so schwer ist. Ist ja mal der Wahnsinn. Gut, denn... Boah, jetzt bis zur Scheune ist er doch schon ein Stückchen. Gut, schleifen, schleifen, schleifen. Wir schleifen uns da jetzt hin. Aber auf jeden Fall gleich noch Eisen schmelzen. Das ganze Verdorbene wegdreschen zu Dünger. Dünger in die Kiste packen. Oh ey, das läuft ja richtig gut. Da muss ich bloß gucken, was wir dann hier anbauen können. Ah, hallo Trollkirsche. Nimm ich mit. Wir sind schon überladen, warum nicht noch mehr?
Das ist doch mal optimal. Und das erfordert jetzt eine Sense. Ja, ich will mal wirklich mit der Sense ausprobieren, ob das besser ist als eine Sichel. Halt, falsch. Wir müssen zum Dresch... Nee, halt, hier müssen wir hin. Werkbank war das, ne? Ja. Aus Verdorbenen machen wir Dünger. So, gut. Das werde ich jetzt aber mal ganz kurz schneiden und wir sehen uns gleich wieder. So, da ist das jetzt alles einmal kurz in Dünger umgewandelt. Wir sind zwar immer noch recht schwer, aber ich packe mal kurz Dünger hier in die Kiste. Herrlich, 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 herrlich. So, jetzt hier nochmal ins Lebensmittellager reingerannt, die Reste des Verdorbenen. Ja, sind nochmal ein bisschen, ein paar Reste sind da noch drin. Das arbeiten wir jetzt auch nochmal ganz schnell zu Dünger um. Das sind nochmal 25. Das ist ja schnell gemacht. Dann würde ich gucken, dass wir jetzt gleich nochmal ein bisschen Eisen schmelzen. Eisen, ja. Bronze uns machen. Eisen machen wir ja nicht. Noch nicht. So, aber jetzt haben wir hier gut ein bisschen Dünger. Jetzt werde ich hier den Dünger erstmal hier rausnehmen. Eigentlich könnte man es auch drinnen lassen, aber wir wollen ja eh zum Lager. Oh, das wird doch mega cool. Alle Felder voll. Nice. Wir haben fast genug Dünger, um alle Felder nochmal neu zu setzen. Das heißt, ich werde mir auch gucken, dass ich eine Bronzehake kriege. Wenn schon, denn schon. Dann machen wir sie richtig. So, jetzt hier einmal der Dünger hineinschmeißen. 65 Kilo Dünger, ey. Gut. Hat ja alles so geklappt. Hat ja alles soweit geklappt. Wir haben überlegen, Holzhammer und Steinspitzhacke und so weiter einfach jetzt mal abzulegen, um einfach mal ein bisschen mehr Feldarbeit machen zu können. Bloß das Problem ist, dann nutzen meine Leute das halt auch, ne? Später ein bisschen geizig damit. Aber guck mal, das haben wir noch abzulegen, sehe ich gerade. Bis jetzt, hitzetechnisch, habe ich eigentlich kein Problem. So, jetzt haben wir hier noch Trollkirsche und 8 Verdorbenes. Das legen wir nochmal zurück. Das legen wir jetzt nochmal hier zurück. So, Trollkirschen, Verdorbenes. Was ist eigentlich mit den Rüben? Ja, guck mal, hier haben wir noch 11 Rüben. So, und dann würde ich sagen, essen wir jetzt hier nochmal. Die sind schon sogar im Vergiftungszustand. Oh. Sind nicht mehr so gut, meine Rüben. Nicht mehr allzu gut. Ist aber nicht weiter wild. Wir haben auch Zwiebeln. Eisen. Eins nach dem anderen. Ich bin geradezu aufgeregt, dass das alles so gut hingehauen hat. Mit dem Dünger. 179. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, ich weiß jetzt das Rezept nicht mehr ganz im Kopf. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal, ja, nehmen wir uns mal 30 mit und nehmen uns nochmal 30 mit. Aus dem ganzen Erzen. Überlädt uns gerade so. Du trägst zu viel, viel. Jetzt muss ich nochmal gucken hier, wie war das jetzt, in welcher Zinnbahn. Achso, das war ja denn aus... Ah, ich muss erst das ja... Ah, ja, okay. Ich muss erst aus den Waren machen und dann konnte ich sie zu Bronze machen. Ich habe das jetzt... Warum habe ich jetzt gedacht, dass ich jetzt das gleich so richtig einschmelze? Nee, das ist ja kein Problem. Dann ist das ja kein Problem. Dann können wir uns gleich alle rausholen und aus den Bahnen machen wir dann Bronze. Lassen wir hier mal ein bisschen durcharbeiten. So, hier können wir auch nochmal 15 machen. Und immer zwei Stück für ein Bahn. So war das, genau.
Er ist ja schon ein paar Folgen her. Also dementsprechend ja schon ein paar Tage. Komm, dann hauen wir hier gleich eins und eins zusammen. Das wird dann gleich instant zu Bronze. Und wir haben deutlich schon jetzt schon mehr Bronzebahnen, als wir davor mal hatten. Davor hatte ich mal 10 gemacht. Und das geht ja jetzt sogar richtig flott, also. Wir sind ja richtige Schmiedeprofis. Das heißt, ich könnte mir jetzt rein theoretisch dann auch schon den Rest rausholen und... na, mal gucken. So. Gut, dann könnten wir jetzt Bronzewerkzeug. Ich möchte unbedingt eine Bronzesense haben. Ein Stamm, ein Stock. So, dann möchte ich auch eine Bronzehacke haben. Ein Stamm und zwei Bahnen. Dann möchte ich auch einen Bronzehammer jetzt endlich mal haben. Ein Stock. Okay, Schaufel. Nee, haben wir Eisenschaufel, reicht noch. Messer haben wir schon. Ich denke mal, das dürfte jetzt erstmal reichen. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall zwei Stämme und drei Stöcker. So. Können wir gleich nochmal ein bisschen mehr machen hier. Bei mir auch nochmal Kupfer drin. Haben wir auch nochmal... Alles werde ich hier sowieso nicht mitkriegen, oder? Ich will ganz gut anstrengen. Zinnerz. Da haben wir 18 Stück. Kriegen wir noch mit. Und, nehme ich mal kurz 4 Stöcker mit. Das ist schon sehr schwer, aber... Das werden wir ja gleich los von dem Gewicht her. Und dann ist ja die Frage, nehmen wir dann halt ein bisschen... Also bewahren wir dann die Bronzebahn auf, falls wir wieder Zinn irgendwie finden oder so, dass wir dann genug da haben. Was eher so mein Metier momentan ist, wo ich auch eher zu tendiere. Oder aber gehe ich jetzt gleich los und sag so, okay, wir gucken, dass wir nochmal ein bisschen Kupferzeug herstellen. Für unsere Dorfbewohner zum Beispiel. Dass wir dann da immer genug dafür haben. Dass wir selbst immer noch weiter sagen können, okay, hey, wir haben... Genug von allem. Deswegen passt das. Und ich habe eine schiefe Zahl mitgenommen. Und gut, ein Kupfererz wird übrig bleiben. Aber es ist ja sehr schnell abgequalmt. Das geht ja. Und alleine jetzt der Gewichtsbalken. Piu, piu, piu. Weil man schwer zu einer Werkstatt hingeht und leicht wieder weggeht. Das ist immer das Optimalste. Ja gut, sind 2 Kilo gegen 1 Kilo, ne? Was ich eigentlich tausche. Klar, dass das so gut runtergeht. So, dann haben wir jetzt Kupfer gleich fertig. Dann machen wir jetzt noch Zinn. Dann können wir nämlich dann das nochmal zu Bronze machen. Das geht ja ganz gut auf. Und dann machen wir nochmal 9 weitere Bronzebahnen. Jetzt machen wir aus 2 machen wir auch wieder ein. Und dann haben wir die guten Bronze-Werkzeuge. Sehr cool. So, jetzt sind wir noch leicht überladen. Jetzt gehen wir in die Bronze-Werkzeuge. Ich mache mir jetzt erstmal einmal eine Hacke. So, dann eine Sense. Dann nochmal einen Hammer. Dann haben wir jetzt noch einen Holzstamm übrig. Den könnte ich jetzt nochmal... Komm, ich mach mal eine bronzene Axt. Machen wir, wenn schon richtige Schmiedearbeiten hier. So, jetzt haben wir nochmal für Holzheimerchen. Die werde ich wohl wahrscheinlich öfters mal brauchen. So, machen wir uns gleich noch einen. Bip, bip. Okay, für mehr habe ich jetzt... Ich habe zwar noch Bronze da, aber die möchte ich gerne aufbewahren. Och, wie leicht wir auf einmal sind. Total überladen hin und leicht wie eine Feder zurück. So,
Bronze-Axt dürfen wir jetzt meine Arbeiter mal verarbeiten. Die Bauheimer packe ich trotzdem erstmal weg. Die Sense möchte ich gleich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das heißt, ich muss mir merken, dass ich mir nicht einen Holzhammer mache. So, die Hacke. Ja, wir haben ja jetzt noch hier Hacken im Angebot. Das sind zwar Holzhacken, aber mal gucken. So, jetzt hier nochmal die ganzen Kupferbahnen, das Kupfererz, die Bronze. Machen wir alles weg. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier noch. Säcke dürfte ich gar keine haben. Ich müsste mir erstmal Säcke wieder machen. 308 Leder. Eieieiei. Wenn nochmal 102 Säcke. Na gut, dann schneiden wir das aber nochmal. So. Jetzt haben wir wieder ein paar Säcke auf Vorrat. Das heißt, jetzt kann der Rest Leder erstmal wieder rein. Und dann würde ich sagen, machen wir mal alle weg, bis auf ja, zwei Stück. Und dann dürfte das eigentlich auch soweit passen. Na komm, ich esse jetzt meine Karotten trotzdem auf. Auch wenn die mich vergiften. So schon bei 50%. Hacke werden wir brauchen, denke ich mal. Sense werden wir bestimmt auch nochmal brauchen. Und dann wollen wir mal gucken. Bronzemesser, Bronzesense. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, viel angenehmer. Durch das ganze Flachs zu arbeiten. Als mit der kleinen Sichel. Gänsehaus. Und auch viel ausdauerschonender. Durch das ganze Flachs sich zu flachsen. Oh, ist das cool. Macht auch richtig Laune hier. Aber kurz mit der Sense dadurch. Sensen. Man sieht, wie viel Flachs das jetzt schon ist. Wir flachsen jetzt aber wirklich mit unserem Flachs. So. Okay, erstes Feld haben wir leer. Wir haben noch andere Felder hier. So ist es ja nicht. Ei. Und jetzt eigentlich auch nochmal, wir kriegen ja dann auch noch den doppelten Ertrag und so. Mega cool. Ja, läuft gut, läuft gut. Läuft mega gut. 700 schon. Zum Glück ist das nicht so schwer. Aber ich schaff's sogar mit der Sense uns zu erschöpfen. So, hier auch nochmal. Also das Flachs will ich wenigstens noch wegflachsen. Ei, wir haben eine ganze Sense fast verbraucht, ne? Nice. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ist so viel einfacher. Ich habe jetzt echt gedacht, so mit der Bronze sich so. Jetzt fangen wir auch schon langsam an, zu viel zu tragen. Aber ich denke mal, die beiden Felder dürften wir noch mit weggesenzt kriegen. Das läuft eigentlich noch, oder? So. Gut, ich mach mal kurz ein bisschen Ausdauerschnaufen. Es macht aber mega Laune, das jetzt hier einfach wegzugrasen. Ist wie Rasenmähen. Hatte ich auch immer Spaß dran. Aber nur mit einem guten Rasenmäher, ne? Also nicht mit der kleinen Fingernagelschere. So. Ja, sieht doch gut aus. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt da alles noch mitnehmen, das restliche Flachs, dann sind wir umgeflaxt. Probier's trotzdem. Wir sind ja sowieso kurz vor Ende, das heißt, ich kann auch mich notfalls irgendwie. Oh, ich glaube, die Sense hält das nicht durch. Nee, die Sense geht vor im Eimer.
Ich glaub's nicht, ich hab eine ganze Sense verraucht. Und zumal eine Bronzensense. Ja, aber dafür ging's jetzt mega schnell. Mega schnell ging das jetzt. Gut, wir könnten jetzt das Flachs. Das wurde jetzt im Dreschboden nochmal verarbeitet, damit wir Leinsamen zurückkriegen. Und Flaschhalm. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, das werde ich jetzt hier einmal noch zerdreschen. So. Gut. Das wird eine Weile dauern. 1513. Dann werde ich den Rest nämlich sozusagen ins Lager packen, falls wir mal wieder was haben mit Flachs. Aber das ist jetzt quasi unser Endprodukt. Mit Flaschhalm und Leinsamen. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Ich lasse ihn hier jetzt mal ein bisschen kloppen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.